Du und dein Gegenüber, was ist da bei euch los? Das sind die Fragen, die wir heute hier klären wollen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr Zeit findet, gemeinsam mit mir mal in euch beide hineinzulauschen, in eure Gedanken, in die Gefühle, in die Herzgegend, in den Kopf, in die nächsten Pläne. All das wollen wir heute mal näher beleuchten, die Botschaften von der geistigen Welt dazu erhalten und einmal schauen, wie sieht es bei euch beiden denn aus. Bitte bedenkt, ein allgemeines Reading aus den Kollektivenergien muss nicht für jeden von euch zu 100% stimmig sein. Auch dreht ihr euch es bitte um, wie es für euch passend ist. Wenn ihr der Herr seid, dann ist das natürlich eure Seite. Wenn ihr als Frau zuschaut, ist das eure Seite. Also da, wo ihr euch wohl und angekommen fühlt. Das ist, wie gesagt, ein allgemeines Reading, kein persönliches Reading. Wenn ihr eine Frage habt, die euch auf der Seele brennt und euch denkt, Mensch Aurora, schau für mich da bitte mal genauer hin, dann dürft ihr gerne unter dem Video in die Infobox klicken. Da findet ihr meine WhatsApp-Nummer. Schreibt mich an, wir telefonieren, besprechen, wie ich euch zur Seite stehen kann, was ich für euch tun darf. Aber jetzt legen wir als erstes einmal los. Mit dem Herrn, und zwar interessiert mich jetzt hier, was geht denn in seinem Kopf gerade so vor sich, wenn er an dich denkt? Was ist da im Kopf bei ihm los? Was spielt sich da ab? Da hätte ich gerne drei Karten für die Kopfebene, für die Gedanken bei eurem Gegenüber. So, und das Gleiche, jetzt möchte ich da noch mischen, das habe ich zuvor nicht gemacht. Bei euch, was ist denn in eurem hübschen Köpfchen los, wenn ihr an ihn denkt? Was ist in eurem Kopf los? Welche Gedanken spielen sich ab? Halten vielleicht euch auch vom Schlaf ab, wiederholen sich immer und immer wieder. Da hätte ich gerne noch zwei Karten. Ja. Eine noch, dann sind wir auch, ups, das waren zu viele, auf eurer Seite durch. So, dann schauen wir mal bei ihm rein. Ja, sehr schönes. Sehr schöne Gedanken, die bei ihm im Kopf so kreisen, denn der Lebensbaum ist gefallen. Also wenn er an euch denkt, hat er das Gefühl, ja, mit diesem Menschen kann ich einen neuen Lebensabschnitt beginnen, mit dem Menschen kann ich etwas Stabiles aufbauen. Denn der Lebensbaum ist ja auch ein Zeichen von Stabilität. Die Wurzeln gehen ganz tief in die Erde, das sieht man da auch. Das ist ein dicker Stamm mit ganz dicken, tiefen Wurzeln. Und oben die Krone zeigt Gesundheit und Wachstum an. Der Regenbogen zeigt so, alles ist möglich. Ja? Das sind so seine Gedanken. Und das Witzige ist, der Anker ist dazu auch noch gefallen. Also die doppelte Stabilität geht ihm durch den Kopf. Oder wie kann ich diese Stabilität erreichen? Wie kann ich mit ihr oder mit ihm in eine stabile Beziehung gehen? Und da denkt er tatsächlich drüber nach, euch eine Nachricht zukommen zu lassen. Sich auf euch zu bewegen. Ja? Mit dem Reiter, das ist schnelle Energie. Da sind Gedanken im Kopf, die ihr durchspielt, die ihn wirklich dazu animieren, schnell auf euch zuzugehen und euch das mitzuteilen, was in seinem Kopf so für Pläne, für Gedankenspiele ablaufen. Ja. Bei euch im Grunde genommen das Gleiche. Ihr denkt daran, wie schön es wäre, ja, wenn er die Türe aufschließt und zu euch kommt.
das gemeinsame Haus haben, ja? Das Haus ist ja auch ein Zeichen von Stabilität. Da sollte man sich wohlfühlen, da fühlt man sich sicher, da fühlt man sich geborgen. Und wer sollte denn in eurem Kopf sein? Er, ne? Ganz klar. Darum schaut ihr hier ja auch zu. Ihr wünscht euch, dass er mit einer Rose, schaut euch diese Kombi an, ihr wünscht euch, dass er so mit einer Rose vor eurer Türe steht und ja, zu euch kommt, zu euch gehört, in eurem gemeinsamen Zuhause. Das ist euer Gedanke, euer Wunschgedanke. Schauen wir mal, was ist denn unterbewusst bei ihm los? Welche unterbewussten Gedanken hat er? Stimmen, die manchmal so hochkommen? Vielleicht auch Ängste, das Unterbewusstsein, ja, spielt ja immer so Dinge ab, die man schon mal erlebt hat, wirft die einem dann plötzlich so vor die Füße und man denkt sich, boah, wo kommt denn das jetzt her, ja? Darum unbewusst, ne? Da hätte ich auch gern drei Karten bei ihm. Was ist denn im Unterbewusstsein bei ihm so am Arbeiten? Was versucht ihn da zu triggern? Oder davon abzuhalten oder anzuspornen oder wie auch immer. Das kommt immer darauf an, wie wir programmiert sind, welche Erfahrungen wir in unserem Leben gemacht haben, die da im Unterbewusstsein abgespeichert sind und uns zu den passendsten oder unpassendsten Momenten triggern. So, bei euch unterbewusst. Was ist bei euch denn auf eurer Seite geblieben? Und noch zwei Karten für euer Unterbewusstsein. Na, wollt ihr mich nicht reinschauen lassen in eure unterbewussten Gedanken, Gefühle, Muster? Also zwei Runden mache ich noch, Mädels. Dann gebe ich auf. Dann wollt ihr, ja, ihr wollt mich hier. Gut, die sind noch dazu gefallen, die nehmen wir natürlich. Erst gar keine und dann ein Haufen. So haben wir es gern. Ja, schaut euch das. Wow. Sein Unterbewusstsein, du. Sein Unterbewusstsein. Wie komme ich zu ihr? Ist doch der Hammer, oder? Also er ist im Unterbewussten schon die ganze Zeit dabei, einen Weg zu suchen zu euch, ja? Wie komme ich zu ihr am besten? Wie komme ich dazu, diese Stabilität, diesen neuen Lebensabschnitt mit ihr durchzustarten? Das ist der Hammer. Zweimal ihr und der Kompass in der Mitte, mein lieber Herr Gesangsverein, das ist echt eine eindeutige Botschaft. Bei euch im Unterbewussten tiefe, tiefe Gefühle für ihn. Diese Verbindung ist etwas Besonderes. Die Fische sind ja auch immer so ein Zeichen von, ja, ich möchte sagen, Seelenpartner, da geht es ganz tief rein. Das ist nichts Oberflächliches, das ist kein One-Night-Stand, das ist keine Affäre, auch wenn sie vielleicht noch als diese läuft, aber da sind tiefe Gefühle. Ja, ihr schaut auf diese tiefen Gefühle, ihr spürt sie. Schaut euch das Gesichtchen an, ja? Die hat die Rose in der Hand, die Rose oder Nelke, nee, ist eine Rose, von diesem Herrn und schaut sehnsüchtig. Da ist Sehnsucht dahinter und das ist euer Gefühl. Stärke. Ihr seid stark. Ihr habt schon lange durchgehalten und ihr wisst auch, dass es sich lohnt, stark zu bleiben. Ja? Ihr habt Vertrauen, auch wenn ihr manchmal vielleicht einknickt und euch denkt, boah, das wird nichts mehr. Dann kommt wieder so der Bär hoch, ja? Der brüllt einmal in den Wald und sagt, nein, ich halte durch. Ich habe die Stärke.
durchzustehen. Ich weiß, dass das etwas Besonderes ist und dafür lohnt es sich, stark zu sein. Und die Engelsflügel. Das ist geführt, meine Lieben. Wenn die Engel ihre zarten Finger im Spiel haben, dann ist das geführt. Dann sind sie bei euch. Dann helfen sie euch und da dürft ihr ruhig in diesem starken Vertrauen bleiben. Was sagt sein Herz? Was, gucken wir erstmal in die Gefühlsebene im Allgemeinen. Was fühlt er gerade so? Wie geht es ihm gerade? Was ist in seiner Gefühlsebene los? Na, möchtest du mir nicht zeigen, was du fühlst? Was fühlst du gerade? Wie sieht dich gerade dein Umfeld? Was strahlst du aus? Na, er mag mich so wirklich reinschauen lassen. Ne? Gefühle sind immer so, ja, das zeigt man nicht jedem. Aber wir geben ja nicht auf, ne? Dankeschön. Was fühlst du gerade? Was ist gefühlstechnisch bei dir los? Ja, also bei den Karten habe ich im Moment so das Gefühl, es sind so, man möchte sich gerade nicht so wirklich öffnen. Ne? Vielleicht hat man auch zu viel darüber gesprochen mit Freundinnen, Vertrauten, so dass man im Moment nicht gleich alles so offenlegen möchte. Was fühlt er? Er weiß, dass er etwas Altes hinter sich lassen muss, um was Neues durchzustarten. Das fühlt er ganz, ganz deutlich. Das sind ja auch seine Gedanken. Wie komme ich endlich zu ihr? Zweimal ihr mit dem Kompass. Wie komme ich dahin? Und ich möchte das. Im Kopf ist ja schon, er spielt ja im Gedanken alles schon durch. Er plant ja. Aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt, sagt er. Er hat alles im Kopf. Aber gerade jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen. Aber der wird kommen, denn der Umbruch, die Eulen sind ein Umbruch. Und zwar ein Umbruch im Leben, der ja, radikal ist, sage ich mal, oder einschneidend. Und die Eulen zeigen auch an, er geht weise daran. Die Eulen sind weise Tiere, sagt man ihnen nach. Ja? Die beobachten alles, die haben alles im Blick. Und bei ihm ist es, er weiß, dass er was verändern möchte. Im Moment ist er noch so im Stillstand. Ne? Er weiß nicht wie, das zeigt ja auch der Kompass und alles. Aber er wird einen Umbruch durchsetzen. Und diesen muss er ganz genau für sich ganz weise planen. Darum ist da im Moment der Stillstand zu sehen. Er ist am Planen, er ist am Analysieren, er ist den Weg, den er gehen möchte zu dir, definitiv am Suchen. Ja. Was ist dein Gefühl? Ankommen wollen. Ich will ankommen. Ich will wissen, woran ich bin. Ich möchte Stabilität haben. Ich möchte, dass er mir endlich die Hand reicht. Vielleicht bei einigen von euch auch um meine Hand anhält. Kann auch sehr gut möglich sein. Aber ich möchte, dass er mir endlich die Hand reicht und wir diese Liebe leben, ja? Mir sein Herz schenkt, genauso wie ich ihm mein Herz schenke. Das sind so die Gefühle, die ihr habt, die Sehnsüchte, ne? Die Wünsche. Sein Wunsch ist, das Alte hinter sich zu lassen, aber er weiß, im Moment geht es noch nicht. Ich suche, ja bitte, ich suche, ihr seid so in der Mitte, ich suche den Weg. Was sagt sein Herz? Oh, das ist offener. Uiuiui, ja.
Da wollte jemand sein Herz ganz schnell öffnen. Was sagt euer Herzchen denn? Was ist bei eurem Herz im Moment los? Da seid ihr auch offen, ne? Kopftechnisch beide verschlossen. Ich zeige nicht, was es mir geht und was ich fühle. Nein, 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 nein. Aber mein Herz, das sagt dir ganz klar, was Sache ist. Ja, jetzt habe ich was gesagt, jetzt hast du dazu gemacht, ne? Tschuck. Tür zu. Eine Karte noch bitte, eine Botschaft. Was ist bei euch im Herzen los? Was ist bei euch los? Wollt ihr mir nichts mehr sagen? Dann höre ich jetzt auf. Eine Runde habt ihr noch. Nein, gut. Naja, ihr habt da immer... Nee, habt ihr gar nicht. Doch vier, dann können es auch mal zwei sein. Ja, was ist bei ihm im Herz los? Wow. Sein Herz schreit nach einer Entscheidung. Sein Herz sagt, geh endlich. Geh durch diese Türe da. Du weißt doch, was dein Weg ist. Ich habe dir schon 100-mal zugeflüstert, zugerufen, zugeschrien. Geh. Geh, triff diese Entscheidung. Du sehnst dich doch nach ihr. Du sehnst dich, durch diese Tür zu gehen. Und das finde ich so schön. Das ist hier eure Tür. Wo war sie denn? Hier. Sein Herz sagt, du sehnst dich doch, durch diese Tür zu ihr zu gehen. Der Neuanfang. Auch das sagt ihm sein Herz. Ich möchte einen Neuanfang. Ich möchte einen Neuanfang mit dieser Frau, mit diesem Mann. Und da schaut er drauf. Sein Herz schlägt so dolle, ist aufgeregt, ruft ihm die ganze Zeit was zu. Ja? Sein Herz spricht mit ihm. Das ist die Karte, wenn er in seinem Herzen fällt, dann ist sein Herz da permanent am Arbeiten, am Stupfen, ja? Am Impulse setzen. Manchmal zieht es sich auch zusammen, ne? Damit er hier spürt, wie weh es tut, dass er jetzt gerade nicht bei dir ist. Das setzt Impulse permanent. Wenn sein Herz weiß, was er möchte. Wenn er auch manchmal die Ohren zuhält und sich denkt, ich kann diese Gefühle gerade nicht gebrauchen. Ich muss hier erstmal den Weg finden. Dein Herz möchte sich auf den Weg machen. Vielleicht hast du dich auch ein Stück weit jetzt verschlossen, ne? Der Sarg ist ja jetzt auch bei euch beiden gefallen. Vielleicht hast du dein Herz erstmal zugemacht und dir gesagt, nee, ich möchte keine Verletzung mehr haben. Ich mache jetzt erstmal zu, ich baue eine kleine Mauer drum. Aber das Blöde ist, man kann eine Mauer um sein Herz bauen, dann kommt nichts Neues rein, ja? Aber das, was schon drin ist, das ist drin. Das kriegt ihr so dann auch nicht raus, weil die Mauer lässt ja auch nichts raus, ne? Lässt nichts rein, lässt nichts raus, logischerweise. Und da wollt ihr euch wieder öffnen. Da sagt euer Herz, Mensch, lass das Alte mal hinter dir. Ja? Lass die alten Dinge hinter dir und schau nach vorne. Vielleicht sind da auch noch alte Verletzungen, die ihr erst ausheilen müsst. Muss nicht mal was mit ihm zu tun haben. Alte Muster, alte Erinnerungen, alte Beziehungen, die in die Hose gegangen sind, vor der ihr einfach, ja, vor dem Gefühl habt ihr Angst, dass das nochmal passieren könnte. Und da sagt euer Herz, Mensch, mach einen Schnitt, mach einen Cut. Lass das Alte hinter dir, lass dich auf das ein. Öffne dich, hab keine Angst, verletzt zu werden. Mach dich auf den Weg dahin, ins Vertrauen wieder. Was sind denn seine nächsten Schritte? Was sind seine nächsten Schritte? Das ist auch immer ganz, ganz spannend. Was darf ich dazu sehen? Zu seinen nächsten Schritten. Eine Karte bitte noch. Jawohl. Und was sind deine nächsten Schritte? Was möchtest du
in Bezug auf ihn vielleicht machen oder solltest du auch machen. Deiner Seite sind da oft Tipps und Ratschläge aus der geistigen Welt drin. Au. Was für Tipps, Ratschläge hat die geistige Welt denn für dich? Wie sollst du dich verhalten? Die wollte unbedingt. Seht ihr das überhaupt, was ich da gelegt habe? Ich glaube schon, ne? Ja, alles drauf, gut. Eine noch bitte, ein Tipp, ein Ratschlag für meine Zuschauer. Wie sollen sie sich vielleicht verhalten? Was möchtet ihr ihnen mitteilen? Ja. Wow. Halt so rum. Seine nächsten Schritte raus aus dem Nicht-Verstehen, Nicht-Sehen, rein in die Klarheit. Ja? Er wird einen Schritt unternehmen, der euch, dich klar sehen lässt. Nämlich mit einer Nachricht. Da kommt eine Nachricht auf dich zu, in der er euch mitteilen wird, dir mitteilen wird, was seine Träume, was seine Wünsche sind. Da wird jemand jetzt Tacheles schwätzen auf Badisch, ja? Der wird euch endlich die Klarheit geben mit einer Nachricht, mit einer Aussage, mit einem Gespräch. Hey, das sind meine Träume und Wünsche, wenn ich an dich denke. Das sind meine nächsten Ziele. So möchte ich weitergehen. Und bei euch, ihr werdet ihm mitteilen, entweder du kommst aus dem Quark, ja, ich habe keine Lust mehr, die Routen sind immer klare Worte. Da wird nicht außen rum geschwätzt, da wird nicht in Watte gepackt, da wird klar gesprochen, was ihr wollt. Und die geistige Welt sagt, sagt klar, was ihr wollt. Sagt, dass ihr keine Lust mehr habt zu warten. Vielleicht hat euer Gegenüber noch eine Freundin, ist in einer Beziehung oder was weiß ich. Die Schlange kann eine Rivalin sein, kann aber auch der lange Weg sein. Also bei einigen von euch kommt die Aussprache, du, ich habe keine Lust mehr, entschuldigt, die zweite Geige zu spielen, entscheide dich endlich. Bei anderen kann die Aussage sein, ich habe keine Lust mehr auf das ewige Hin und Her, auf das On und Off, auf dieses, du erzählst mir die ganze Zeit, du kommst, du entscheidest dich, du weißt, wie du weitermachen möchtest und dann passiert wieder nichts. Ja? Also da sollt ihr auch klare Worte treffen, eure, seine Loyalität, seine Treue einfordern, dass er zu euch steht. Das hier ist ein Blindenhund. Auf den kann man sich blind vertrauen. Ja? Und das fordert ihr ein. Ihr fordert ein, dass er zu euch steht. Loyal zu euch ist, zu euch gehört. Und dann kommt die Entscheidung. Dann fordert ihr eine Entscheidung ein. Das ist der Weg. Klare Worte und eine Entscheidung, ja, verlangen. Man muss ja nicht sagen, morgen. Aber man kann andeuten, pass auf, ich möchte jetzt Schritte sehen. Ja? Ich möchte sehen, dass sich etwas verändert, dass ich weiß, dass du in meine Richtung unterwegs bist. Ich möchte nicht mehr nur hohle Worte haben, Versprechungen. Versprechungen, die mich ein Stück weit an dir binden, weil ich liebe dich ja, ich habe tiefe Gefühle für dich. Ich kann nicht loslassen, solange ich hoffe. Ich kann nicht offen sein für andere, solange mein Herz dir gehört. Und da sagt die geistige Welt, fordert eine Entscheidung. Sag ganz klar, ich möchte dieses Hin und Her nicht mehr, ich möchte diese zweite Geige nicht mehr spielen, ich will, dass du dich für mich entscheidest. Entscheidest. Wie gesagt, es muss nicht heute oder morgen sein, aber die Richtung sollte vorgegeben sein, damit du wieder für dich leben kannst, damit du weißt, wohin euer Weg euch führen soll. Jetzt frage ich mal die kleinen Herzorakelkarten noch.
Hoppala. Ja, Freiheit. Nichts kann dich aufhalten. Du hast die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Gott sei Dank, viele Menschen haben die nicht. Du hast die Freiheit. Lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Ja, was willst du denn? Das ist die Frage. Was willst du? Willst du ewig warten? Willst du bei einigen von euch weiter die zweite Geige spielen? Oder willst du, dass du endlich ankommst, weißt, woran du bist? Er will ja ankommen. Er träumt ja davon, den Weg zu dir zu finden. Nur im Moment hält er es nicht für den richtigen Zeitpunkt. Dann soll er euch aber sagen, wann er denkt, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Göttliche Fügung, ja, die haben wir hier auch schon. Göttliche Fügung, du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, habe ich gerade gesagt. Gell? Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Es ist auch seine Aufgabe, ja. Der Lebensbaum ist ja auch immer so eine Lebensaufgabe, der Lebensweg. Darum ist der Lebensbaum ja auch so eine Lebensentscheidung, ja, das Leben zu verändern. Und zum Schluss sagt er dir noch, ich liebe dich. Ja, wie ihr entscheidet, ist von jedem von euch natürlich ganz persönlich, von der Situation, von eurem Gefühl, von eurer Kraft, von eurer Stärke, von eurem Vertrauen gezeichnet. Aber schaut mal in euch hinein, fühlt in euch hinein. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst einmal eine Aussprache einfordern, eine klare Aussage einfordern, eine klare Richtung. Es heißt ja nicht, wirf es weg. Es heißt nur, zeig auf, was du willst und wohin du willst. Und zeig auf, dass du nicht ewig warten wirst. Denn es rentiert sich eine Zeit lang zu warten, aber nicht den Rest von seinem Leben. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet euch hier wiederfinden. Ich hoffe, ihr habt Antworten gefunden, Tipps, Ratschläge in dieser Legung. Wenn ja, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch von euch. Schreibt mir in die Kommentare, ich antworte immer. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch kein Abo habt. Oder schreibt mich in WhatsApp ab, wenn ich etwas ab. Schreibt mich in WhatsApp an, wenn ich etwas für euch tun kann. Da freue ich mich über euer Vertrauen und die schönen Gespräche, die wir immer miteinander haben, bevor wir zusammen die Karten befragen. Ich wünsche euch jetzt eine ganz schöne Zeit, ganz viel Kraft, die Gefühle, die Intuition, wie ihr weitergehen sollt und wollt und dass er ja, auf euch zukommt und ihr euch bald richtig, richtig dolle in den Armen liegt. Alles, alles Liebe von mir, ganz viel Licht und Liebe. Bis bald. Tschüss.